So, liebe Freunde der gepflegten Pokémon-Unterhaltung, ich begrüße euch zu Road to Master und wir haben Donnerstag. Es wäre eigentlich ein Fest für Serpi Royal hier, muss ich euch so sagen, wie es ist. Es wäre ein Fest für Serpi Royal, wenn er nicht Glurak wäre. Serpi Royal, Gyarados und Metagross. Auf alle Fälle eine Greninja-Öffnung, denke ich mir mal. Könnte ich mir so vorstellen. Weil Greninja ist halt wirklich eins der Pokémon, die ich auch sehr, sehr gerne mitnehme, weil es halt so vielseitig ist. Das Ding kann man überall mitnehmen, fast in jedem Team passt es irgendwo rein. Als Wasser-Pokémon oder als Wasser-Pokémon-Sweeper. Ja, weil es gutes Offensives braucht. Oh ne. Doch. Kommt noch Strauchler. Und so können wir erstmal auf Toxin gehen. Ja. 123 Schlingkämpfe habe ich und 561 hat der andere. Oh, Low-Kick. Naja, das tut uns halt nicht. Ich hab bestimmt gedacht, wir sind mega. Aber sind wir nicht. Zurückgerufen. Ach, man sichert Kaskade rein. Hat nichts mit Water Absorb. Lügt uns das nicht. Toxic. Auf alle Fälle jetzt hier Wasser-Pokémon drin. Also ruhig raus mit seiner Zornsteine. Ja, Beere. Zitrusbeere, Zitrusbeere. Egal. Ist zurückgeschickt, kann ich angreifen. Sehr schön. Es steht übrigens, ich vergesse es immer zu sagen, meistens am Anfang steht 11 zu 5 momentan. Also ihr seht, wir sind auf der Berliner Straße. Ich sollte es nicht so laut sagen, es kann sehr schnell abflauen wieder. Oh ja. Bring mal Serpi rein hier. Auch Traunstein niedlich. Und da geht's da um Gift. Der hat ihm sein Gegner effektiv nichts gebracht. Ninja. Was war klar? Ah, ich überlege, ob ich es fressen lassen kann, aber nee, das wäre dann zu dumm. Das wäre echt zu dumm. Wir wollen Greninja mit Gyarados, das wäre wirklich. Ist besser, ist besser. So physisch defensiv. Kann das ja auch wegstecken. Dazu gibt es noch einen Bedroher drauf, genau. Eisstrahl.
juckt halt jetzt eher weniger, ne? Ich wollte gerade sagen, wir könnten eigentlich diesen Eisstrahl überleben. Aber das Problem daran ist, dass wir gegen eine Step-Eis-Attacke dran müssen, also rennen müssten, und das packen wir nicht. Das packt Sepiroll nicht. Ich gehe einfach auf den Eis-Hieb. Ich predikte jetzt wirklich den Wechsel auf Landorus. Nein, das ist so beschränkt, könnte erwarten. Ich glaube das aber nicht. Na gut, den nächsten Schach überlebt auf Kenntnis. Ist wirklich bloß noch. Ich weiß nicht, was der letztes Pokémon ist. Das ist dann wirklich hier hopp oder top. Eins gegen eins. So, sehr viel Roll. Oh, der erste Kampf zur Nordsach ist so spannend heute, ey. Ja. Och nein. Oh, doch. Wenn wir. Hidden Power. Das ist doch Hidden Power Rock. Oh, das ist auch noch das X-er. Oh, scheiße. Fuck. Wäre das. Oh, spielt eine Nitro-Ladung. Wäre das Y gewesen, hätten wir es geschafft, aber mit dem Xer. Oder hätten wir es vielleicht geschafft, mit dem Xer ist es aber unmöglich fast. Da steht 11 zu 6. So, nächsten Kampf müssen wir so gewinnen hier. Gar nicht mal so einfach. Ja, natürlich muss ich gerade kämpfen. Ich bin mit dem Team. Und nehme die Herausforderung an. Oh, gegen Amerikaner. Okay, der spielt Electros, Scalabra, Sepiroyal, Impagato, Greninja und Flohkiefer. Also mein Chandera könnte auf alle Fälle vieles hier in Antwort haben. Müssen wir auf alle Fälle vor die Hinterhand mitnehmen. Da haben wir nichts, was Electros irgendwie ärgert. Da wäre vielleicht Staraptor gar nicht mal so dumm. Also Staraptor, Scalabra. Und was liegt mir? Im Tracht dessen, dass der Elektros mit hat, kann ich gar nicht schon mal vergessen. Wie mit Staraptor. Staraptor kann auf alle Fälle irgendwas hart treffen. Zum Anfang. Außer es ist Greninja. Flogis und Scalabra kommen. Was soll's? Was soll's? Das ist ziemlich. Es ist ein gutes Team. Also der Grundbaustein des Teams ist gut, aber es ist noch ein bisschen schwer damit irgendwie klar zu kommen. Okay, das geht ab.
wird auf alle Fälle auf Flammenwurf gehen. Und nicht auf Spukball. Da kann man schon unser eigenes Glabra zurückrufen. Außer er overpredicted mich jetzt. Und geht auf Spukball. Irrlicht. Danke. Er hat kein normal Pokémon, das heißt, wir können mit Spukball erstmal ohne Schaden machen. Egal was reinkommt. Wird zurückgerufen, okay. Electros, okay. Oh, Spukball. Kann hoch Erdbeben. Floris. Wir müssen das Ding halt ein bisschen umspielen. Donner. Ja, ist aber auch ziemlich auf Risiko spielen hier mit Donner. Oh, natürlich paralysiert. Da gibt es auf Gedanken gut. In Gedanken gut muss man reinkriegen. Holy Scheiße! Der Tauschtischkanone kann das mies. Gehen auf Synthese. Ach, Flug ist aber schon eine richtig geile Ruhe. Ich denke mal, ich werde eine Flugis für die DPS sichern. Mal gucken. Macht auf alle Fälle Spaß. Und ich brauche noch viel Pokémon. Und Flugis ist gar nicht mal so schlecht. Oh, Gott sei Dank. Ich habe noch die Aroma-Core drauf, das ist sehr gut. Also bis zwei Gedanken gut. Jetzt auch nochmal Synthese dann auch und dann kann man angreifen. Sehr schön. Das heißt, wenn es jetzt paralysiert ist, mir das egal. Wir haben plus 2. Flug ist es eh langsam. Und Gewalt. Drauf! Boah, solche Elektro-Steps. Jetzt noch ein paar Minuten. Ich würde jetzt am Donnerstag hier das zweite, der zweite Kampf, das über das Style Battle, ich sehe es schon kommen. Mach's kalt, komm, Flokas. Sehr schön. Gutes Flokas, hab dich lieb. Superior. Vielleicht kommen wir da gleich auf Mundgewalt.
Ha, niedlich. Dann macht selbst plus 6 nicht viel Schaden. Oh, es ist paralysiert. So, plus die Mundgewalt sollte eigentlich reichen. Oh, fast. Giga Drain, jetzt wird er gierig. Floris kommt wahrscheinlich in mein DPL-Team. Könnt ihr mal mit Hashtag DPL kommentieren? Was ich mir so reinmachen soll, ich habe ja schon mal im Ankündigungsvideo gesagt, dass ich dieses Projekt gerne mit meinen Abonnenten zusammen bestreiten möchte. Das heißt, wir sind ein Team, wir sind die Battle Arena und deswegen möchte ich auch solche Entscheidungen mit euch absprechen, diskutieren in den Kommentaren. Und da haben wir die Möglichkeit, das relativ interaktiv zu gestalten, gerade durch das Buy-In-Verfahren. Das überlebt man. Geil. Ist paralysiert, komm, nicht angreifen. Ja, ist okay. Ich hab wahrscheinlich vergessen, dass ich noch einen Staraptor hab. Ach, schade. Ach, Fluges. 10 Pokémon ausgenockt. Ich mag dich. Ich mag dich echt. Brave Purge der Raptor. Ja, das ist halt der Nachteil bei dem Scarf Chandler. Chandler. Also es geht ab. Und mein schönes Staraptor regelt. Es steht 12 zu 6, hab doch gesagt, wir gewinnen den zweiten Kampf heute. Und es soll für den Stell, aber wir haben jetzt die defensiven Qualitäten von Floris gesehen. Und ja, ich bin sehr, sehr angetan davon. Ich würde sagen, wir sehen uns am Donnerstag, am Freitag, ist schon Freitag, wieder. Und ja, bis dahin, haut rein und ciao.